So, hallo ihr Lieben. Geht wieder los. Walde ist ja heute nicht da. Da haben wir etwas mehr Zeit. Und das Video wird im Ganzen nicht allzu lange dauern. Darum beantworte ich jetzt erst einmal eine Frage von Erika. Die hat mir geschrieben und sie sagt, ob ich noch etwas über diese Verbindung hier, über diese Kreuze, diese Überlappen erklären kann. Ich werde es versuchen, hier so gut wie möglich zu erklären. Und ich fange damit an. Ich habe da mal was vorbereitet. Eine ganz einfache Ecke mal. So. Gut. Nur, ich möchte sie hier schräg haben. So, und dann machen sehr, sehr viele einen großen Fehler. Man muss das mal schauen. Dann sagen die, wenn ich hier rüber gehe, dann mache ich das nächste Feld auch und dann passt das. Okay, wir sind um die Ecke rum, aber es passt nicht. Denn hier sind 5 mm und hier sind 7,1. Und das ist, warum sind das 7,1? Weil die Diagonale von einem 5 mal 5 Quadrat 7,1 ist. Wenn man das etwas vergrößert, dann sind wir schon bei 14,1 und das sieht überhaupt nicht aus. So, so viel dazu. Ich habe jetzt mal hier unsere Kreuzung vergrößert. Und zwar nicht 5 mm, sondern 10 mm, unseren Bandverlauf. Und dann komme ich hier so an mit unserem Bandverlauf und habe dann hier meine Stechpunkte gemacht. So, und wenn ich jetzt von hier nach hier zeichne, und von hier nach hier, dann werden wir feststellen, dass das genauso 10 mm sind wie das. Schaut mal. Seht ihr das? Ja, mache ich so. 10 mm. Und 2 mal 5 ist auch 10 mm. Nun, egal welchen Winkel wir auch immer haben, wenn hier 10 ist, dann müssen wir mit dem Geodreieck hier drüber gehen. Seht ihr? Und müssen das erzwingen, dass es 10 sind. Das ist jetzt hier ganz einfach. Seht ihr das? Bisschen nach rechts hier, ein bisschen, aber ist egal. So, und dann können wir uns aussuchen, ob wir drüber oder drunter wollen. Und dann sagen wir mal so, okay, das geht so. Darum sind die immer etwas versetzt. Und zwar ist der hier 5 mm und das ist 10 mm. So für unsere kleine Kreuzung gesagt das. Der geht hier drüber. Wir sehen, hier ist 5 mm, 5 mm und der Punkt hier, der ist genau 2,5 mm. Und dann geht das. Das ergibt sich, wenn ich eine Linie gemalt habe, muss ich die andere Linie malen und die andere auch. Ich weiß nicht, ob ich das so gut erklärt habe für Sie, dass Sie das verstanden haben. Ne? Genauso vielleicht ein weiteres, was man noch machen kann. Wenn man zum Beispiel hier eine Ecke zeichnen möchte, wie das hier so, und man macht hier so einen Kreis, dann machen viele den Fehler und sagen, wenn das hier ist, dann mache ich das doch hier auch. Ja, sieht zwar schön aus, ist aber falsch. Ist zu weit, 12 mm oder was da rauskommt. 12 mm. Wenn das so sein soll, dann müssen wir uns diesen Punkt nehmen. Und dann setzen wir den Zirkel an von hier nach da, dann wäre das richtig. Aber wenn ich nur zwei hier rumgehe, dann sieht die Ecke nicht so aus, sondern die Ecke geht so. Und dann seht ihr, dass das schon optisch besser passt. Ihr müsst das mal auf so einem, ihr müsst mal so ein bisschen rumspielen und tun und machen.
Und das sind ja alles nur Vorlagen. Und das ist Papier und das ist Bleistift und der Radiergummi und alles zusammen ist sehr geduldig. Und so kann man sich dann das mal versinnbildlichen, was man so machen will. Und so lange probieren, bis nicht so eine Ecke da rauskommt, sondern wenn man die hier ein bisschen vorne macht. Jetzt radiere ich das mal weg hier. Jetzt mache ich das mal hier nach vorne. Das sind hier fünf und jetzt mache ich hier fünf. Und dann werden wir feststellen, mal, siehe da, ist das genau zweieinhalb, sind die gleichen zweieinhalb, die ich auch angewandt habe. Und schon sieht das Ganze perfekt aus hier. Die zweieinhalb Millimeter, das Ganze sind fünf und dann geht er hier rüber. So. Das sieht nur gefährlicher aus, ist es aber gar nicht. Ich hoffe, dass ich die Frage beantwortet habe. Üb mal, üb mal, üb mal und dann werde ich sehen, jo, bingo. Macht man nur solche Dinger hier in verschiedenen Größen. Wir können ja 7, 5 mm machen, wir können ja 8 mm machen, wir können ein normales Papier nehmen und darauf rumspielen. So, so viel dazu. Nun haben wir ja uns das hier zur Hausaufgabe gemacht. Und ich habe das auch gemacht. Nun geht es weiter. Da ich dieses so, wenn wir das jetzt auszeichnen, gar nicht in das Erkennungsbild eines Videos reinzeichnen kann, aber das ja gar klein wieder sein wird, habe ich mich entschlossen. Wir zeichnen jetzt das, machen ein Video und so, dann wird das im Mittelpunkt stehen und ein zweites Video machen wir dann das, zeichnen wir dann das. Und somit haben wir zwei Videos, aber es werden kurze Videos werden. Weil hier ist nicht mehr allzu viel zu zeichnen und das haben wir ja schon alles geübt und gekonnt. Okay, jetzt fangen wir hier mit dem Einfachen an und wir sagen, von dieser Ecke hier machen wir drei Felder. Und die zeichnen wir uns hier rein. So. Machen wir auch gleich mit dem Padding. Wir können das auch mit dem Lineal machen. Hier genau das gleiche. Von dieser Ecke drei Felder ist hier. Wir sehen ja hier noch ganz deutlich, dass hier unser Kreuz ist. So, nun wieder von hier drei Felder. Und nun müssen wir genau aufpassen, was wir hier überhaupt zeichnen. Wieder so, ich habe hier oben gemacht, dann wissen wir immer, dass das oben ist. Und jetzt gehen wir runter bis auf diese Kante. Hier gehen wir rüber.
So, die muss ich auch noch machen. Die habe ich nämlich nicht gemacht. Aber den hier auch noch. Ja, auch zack, zack, gehen auch noch hier. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir sie alle drin hier. Jetzt geht es hier wieder weiter, oben. Der geht dann darauf und geht dann hier. Hier geht hier dann lang. Löde, ist da, geht hier um, geht da rein, drüber, geht hier drunter, jetzt habe ich keinen Fehler beim, wenn der hier rüber geht, geht er hier drunter. Das wäre jetzt ein Highlight, wenn ich mich verzeichnen würde. Ich sage mal, der geht bis hier. Dann geht er bis hier. Dann geht er bis hier. Dann geht er hier bis runter. Die meisten Dinge scheinen sehr einfach zu sein und dann vertut man sich und dann, oh, wo. Aber voilà, wir haben es geschafft. Wir können das alles noch ein bisschen sehr ordentlicher machen mit dem Lineal und so weiter und so weiter. Das ist unser Motiv. Schaut es euch genau an. Natürlich, wir gradieren hier die Striche und so weiter. Und dann, ich habe das schon mal etwas weitergezeichnet, und zwar, weil ich ja gesagt habe, wir müssen das extra machen, weil ich diese beiden nicht in, das nennt man Thumbnail, das ist ein Fingernagelfoto für YouTube, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und das im nächsten Video. Bitte schön. Das ist die Antwort auf dieses erste Motiv. Ich hoffe, es gefällt euch. Obwohl wir nicht lange gebraucht haben bei diesem Video, sage ich euch, versucht das schön nachzuzeichnen. Ihr könnt das auch auf weißes Papier machen. Macht Farben rein, macht Schatten rein, macht was ihr wollt. Ich zeige euch ja hier nur die Geometrie, wie es geht. Es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich verabschiede mich und wir sehen dann uns dann im nächsten Video, was sofort hier drauf folgt, damit ihr das zweite Motiv dann auch noch haben könnt, wieder. Bis dahin, alles Liebe, viel Spaß beim Nachzeichnen und tschüss.